Premiere für die Würzburger Kickers. Im letzten Heimspiel des Jahres empfangen die Rothosen Aufsteiger Viktoria Köln. Es ist das erste Duell um Punkte zwischen beiden Mannschaften. Die Kickers und die Viktoria trennen in der Tabelle nur ein Punkt und ein Platz. Es geht also um wichtige Zähler. Schließlich wollen beide Teams nicht im Tabellenkeller überwintern, sondern im Mittelfeld der Liga. Ja klar, das will im Endeffekt jede Mannschaft, aber irgendwelche wird es trotzdem treffen, die es nicht schaffen. Und wir wollen auf jeden Fall auch keine der Mannschaften davon sein. 3 Punkte wären zudem ein passendes Vorweihnachtsgeschenk, das die Mannschaft um Kapitän Sebastian Schuppan ihren Fans im letzten Heimspiel 2019 nur allzu gerne machen würde. Ja, das auf jeden Fall. Also da sind wir uns schon bewusst, was da jetzt auch auf dem Spiel steht. Und dass wir jetzt gefühlt wenig Heimspiele in den letzten Wochen hatten und in den nächsten Wochen auch nicht haben werden. Von daher wollen wir uns selbst, die Fans, alle, die sich um den Verein bemühen, beschenken und nochmal einen Dreier holen. Köln hat zwar nur eines seiner letzten 5 Auswärtsspiele gewonnen, allerdings hat das Team von Cheftrainer Pavel Dotschev, der einer der erfahrensten der Liga ist, über die Hälfte seiner 21 Punkte aus fremden Stadien mit an den Rhein genommen. Die wollen Fußball spielen, Pavel ist da bekannt dafür, die spielen von hinten raus. Das wird auch nicht groß an seinem Plan ändern, trotzdem können sie auch gut verteidigen, dann stehen mal in der Ordnung im 4-4-2 meist, haben 3 Top-Torjäger drin, auch was dann auch für die Viktoria gerade spricht, die meisten Tore da auch, diese 3 Spieler und da 2 richtig alte Hasen dabei, wo man immer aufpassen muss. Köln wartet allerdings mittlerweile seit fast einem Vierteljahr auf einen Sieg. Der letzte datiert vom 14. September, auswärts bei Preußen Münster. Die Kickers wollen nach 2 Niederlagen ihrerseits wieder zurück in die Erfolgsspur. Druck dürften also beide Teams spüren, oder? Ein gewisser Druck ist auch für mich persönlich eigentlich immer gut, weil dann ist man angespannt und dann ist man hochkonzentriert und von daher müssen wir auch gucken, dass wir das ein bisschen in was Positives ummünzen. Personell sieht es bei den Kickers gut aus, auch wenn unter der Woche der zuletzt in Rostock überragend agierende Torhüter Vincent Müller das Training nach einem Zusammenprall mit Albion Vrenetzi mit Knieschmerzen abbrechen musste. Dafür könnte Stürmer Dominik Baumann nach langer Verletzungspause eine Option werden, zumindest für einen Kurzeinsatz. Müller ist gestern einen Schlag drauf bekommen, heute konnte dann nicht mehr auftreten. Heute mal kürzer treten. Ich denke, dass dann morgen schon wieder geht. Hoffen wir auch mal. Baumi ist gut. Ist letzte Woche schon fast 100% da gewesen. Diese Woche wieder eine Steigerung. Jetzt werden wir nachher mal ein Gespräch führen, wie es bei ihm aussieht. Und dann gucken wir mal. Mit welchem Personal auch immer die Premiere um Punkte gegen Viktoria Köln. Sie soll am Ende eine erfolgreiche werden. Ein Sieg wäre schließlich der perfekte Ausklang des Heimspieljahres 2019. Ein vorweihnachtliches Geschenk für die Fans und die perfekte Motivation für die dann noch folgenden 2 Auswärtsspiele vor der Winterpause.